Hallöchen und herzlich willkommen zur dritten Folge und zum letzten Vorbereitungsspiel in unserer Karriere mit dem Hamburger SV. Und mir ist gerade mal so aufgefallen, wir haben ja jetzt, das ist jetzt ja das dritte Mal hintereinander, dass ich mit Hamburg so ein Let's Play mache, ne? Mir ist mal aufgefallen, seitdem ich das mache, ist Hamburg jedes Jahr in der Relegation. Vielleicht sollte ich das einfach besser gar nicht hochladen, weil sonst kommen wir wieder in die Relegation und das wäre äußerst nicht schön. Ich will jetzt mal ein anderes Trikot benutzen, ja. Komm, gib ihm. Das Trikot ist ja auch schön. So, man sieht hier die wunderschöne Form unserer wunderschönen Spieler. Wir starten heute mal mit Chiplock. Starten auch mit Diaz für den schwachen Ekdal. Stieber für Müller. Dann mal sonst noch so. Dropny lassen wir mal spielen. Ja, damit der seine Form behält, ja. Sakai lassen wir mal spielen. Und Gregoritsch nehmen wir mal mit. Für Müller. Ilicevic bleibt da im Kader. Rudnevs nehmen wir auch mal mit. Ja, auf den Rest, ganz ehrlich, darauf geschisselt. So. Dann wollen wir mal. Legende. Diesmal ein anderes Stadion. Anfield. Das heißt, wir müssen uns das Intro wieder angucken. Was natürlich erst danach kommt. Wieso haben wir Aaron Hunt? Ist er nicht eigentlich. Haben wir den nicht ausgewechselt? Hab ich schon wieder vergessen. Das ist ja auch gut. So. Ich finde diese Holzdinger wundervoll. Wundervolle Holzdingers. Warum mache ich das eigentlich immer? Das kostet nur Zeit. So. Letztes Vorbereitungsspiel. Ich habe das Dings abgebrochen. Na, ist ja jetzt auch egal. Wir spielen Anfield, das in dem Stadion und ich freue mich schon so auf das zweite Saisonspiel, weil da spielen wir das erste Mal in unserem wunderschönen Volksparkstadion. Und es ist für mich immer noch was Besonderes mit dem HSV-Dings da hinten. Das finde ich immer noch super. Dortmund hat das ja auch so ein bisschen, aber halt nicht das ganze Wappen. Na, fuck. Oh. Oh. Ah. Ich wollte mal einen frühen Torschuss für dieses. Nein. Ach, oder Foul von mir, okay. Warum gibt es eigentlich noch keine Schwalben? Wahrscheinlich, weil man sich dann total darüber aufregen würde, wenn der Schiedsrichter eine Schwalbe im Strafraum mit Elfmeter pfeift. Ja, das ist eine gute Argumentation, dass es da noch keine Schwalben gibt. Das war ein schlechter Pass. Aber ich wusste nicht, was ich machen sollte, okay. Vielleicht haben wir sogar eine Chance. Die haben auch erst einen Punkt. Aber ich glaube schon ein Tor. Wie schnell! Der geht raus. Ja, okay. So, wundervoll. Darüber. Steht der? Der steht. Sehr gut. Am richtigen Platz. Oha. Pass in die Mitte. Na. Sowas ist immer riskant, weil die Gegner rechnen halt immer damit. Irgendwie habe ich das Gefühl. Zumindest auf Legende ist das so. Und die rennen einfach durch. Oh, da musst du aufpassen, dass du die nicht foulst. Dass du im Strafraum keine Scheiße baust, so wie ich gerade fast gemacht hätte. Guck, da schon wieder. Ist er sofort hingelaufen. Das Ding ist, die eigenen Spieler machen das ja auch nicht immer. Wenn man hinläuft, dann laufen die nicht immer sofort dahin. Ja, solche Pässe sind auch großartig. Besonders wenn man dann voll daneben tackelt. Es gibt ja auch jetzt angetäuschte Tacklings. Das war eins. Das war auch eins. Oh, ist er nicht drauf reingefallen? Ah, alles klar, droppen hier gar kein Problem. Pff. Das war auch geplant. So. Vielleicht mal ein bisschen Offensive zeigen. Hatten wir ja bisher noch nicht so ein gutes Spiel. Wir hatten ja das, ich erinnere mich, in FIFA 15 war das dritte Vorbereitungsspiel. Weiß ich nicht mehr gegen wen. West Broms oder so eine Scheißmannschaft, auch aus England. The fuck passiert da gerade? Alter, gute Parade von Robny. Ich dachte, da gab es Elfmeter, dann gab es doch keinen Elfmeter. Dann ist der Spieler da nicht hingegangen zum Ball. Und dann, ja. Kommt eines zum anderen nicht. So. Ja. Pff. Gute Konterchance.
Für uns auf jeden Fall. Sehr schön. Wurde gehalten. Alles klar. Gehen wir mal darüber. Boah, das war Klose. Oh, wir haben den Ball. Da ist Diaz. Och, dann legt er sich viel zu weit vor. Ich bin noch nur gesprintet. Ich habe nicht mal auf Vorlegen gedrückt. Die Taste. Easy, jetzt darüber. Auf Ilicevic. Oh, hat er das antizipiert, so eine Scheißdreck. Komm, wir sind hier gut dabei. Hoher Druck. Wir machen ja so schon viel Druck. Offensiv, komm, Alter, ich will ein Tor. Wir brauchen das Erfolgserlebnis, ja? Vielleicht auch einen Sieg. Auch schön. Oh, shit. Ein bisschen früh gegrätscht, aber macht ja nichts. Oha. Upf. Ja, ist gut. Alles klar. So, Stieber. Vielleicht geht hier mal was. Vielleicht können wir irgendwie... Ja, sehr schön. Da haben wir ein bisschen Raum jetzt. Da drüben ist gar keiner. Fantastisch. Ja, sehr gut abgeblockt. Dann geht's direkt zum Gegner. Ja. Oh Mann. Jetzt kommt so ein weiter Ball. Aber Giroud hat den. Gar kein Problem. Hat auch keiner mit gerechnet. Damit habe ich selber auch nicht gerechnet. Ach, wenn der da hingelaufen wäre. Wäre easy gewesen, ja. So hatte ich mir das eben nämlich auch vorgestellt. In der Einse... Ja, genau das wolltest du tun. Genau das. Nicht. Oh, die spielen ziemlich riskant. Lol. Da war keiner. Ich weiß ja nicht, ob ihr das wusst, ob ihm das aufgefallen ist, aber da war echt keiner. Einmal für uns. Alles klar. Ich will noch irgendwas reißen hier. Passiert ja überhaupt nichts. No. Da wäre so schön fast durchgekommen. Och, dann kriege ich den Ball da nicht. Jetzt geht er da ganz rüber. Oh, shit. Da kommt da wieder... Das, über die Außen sind die echt gefährlicher geworden. In FIFA 15 war das echt unter aller Niveau. Mhm. Das war auch unterm Niveau. So, aber die Ecken sind irgendwie, weiß ich nicht, weder von den Gegnern noch von uns gefährlich. Deswegen mache ich einfach mal so einen coolen Pass. Oh, schön haken. Das war Fehler. Das war Fehler. Und da war Fehler. Hast du gemerkt? So, Halbzeit 0-0, das ist schon mal, das haben wir bisher noch gar nicht geschafft. Wollen wir schon wechseln? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Wir spielen nochmal so weiter. Ich muss mal einen Schluck nehmen. So. Jetzt habe ich mich fast verschluckt, aber ich konnte es noch abwenden. Gut, ne? Muss ich erstmal. Den kriegt er. Sehr schön. Den kriegt er nicht. Muss man gucken, wenn die nach vorne rennen. Das war in FIFA 15 auch schon so. Das habe ich da auch mal verkackt. Oha. Oha, das ist unser Linksverteidiger, der da so offensiv steht. Aber wir spielen ja auch offensiv. So soll es ja auch gerade sein. Hat er sich gut behauptet und den Vorteil für sich rausgeholt. Das ist alles unfair. Ja, ich kann sowas nicht. Das wäre auch lustig geworden. Oh, Alter, wie schnell der einfach dann vorbeizieht. Ja, die Flanke war dann zwar scheiße, aber... So, give me the ball, please.
Sehr schön. Na, nicht ganz so schön, aber wir behalten nicht den Ball, alles klar. War auch kein Foul, nö, nö. War auch kein Foul. So, oha. Da müssen wir hin. Wir passen mal zurück. War der Plan. Nicht. Oh. Ja, guck mal, ich gehe zum Ball und passe und der macht so eine komische Grätsche. Verstehe ich nicht. Echt nicht. Ja, auch kein Problem. Aber Leute, das ist echt schwach. Jetzt haben wir hier mal ein bisschen Platz mit Stieber. Komm. Da geht mal einer. Komm. Oh, doch nicht zu dem. Oh, abseits. Affe. Meine Fresse, denn ich wollte doch zu dem in der Spitze spielen. Kann's nicht sein. Ja. Wozu gibt's denn diese harten Pässe, wenn man nicht an einem Spieler vorbeipassen kann? Jetzt wunderschön. Eine Kombination. Oh. Und dann geht er nicht rein, weil Chiplock da nicht mehr hinkommt. Okay, okay. Die spielen auch. Ich habe das Gefühl, die spielen auch offensiv. Die wollen hier anscheinend auch noch ein Tor. Also gewinnen. Ist ja auch klar, die sind hier mehr oder weniger zu Hause. Oh. Kommen ja aus England, der Verein. Oh. Ist auch mal gefährlich. Ich habe schon mitbekommen, die Keeper machen wieder so einen Scheiß, dass sie die Bälle manchmal auch nicht annehmen. Das war Hand. Aber Vorteil. Jetzt ist abgepfiffen. Ja, Freischussspray ist hier auf jeden Fall schon erforderlich. Not. Aber. Oh. Ja. War eine nette Kombination, aber. Nee. Nee. So nicht. So auch nicht. Ja. Also, ups, da scheint keiner von uns. Doch, da hinten. Okay. Na, doch nicht so okay. Oh, den muss er haben. Hat er auch? Den muss er auch haben. Hat er nicht bisher. Ja, aber das war wieder gut. So. Muss mich an der Nase kratzen. Moment mal eben. Warte. Jetzt bin ich gerade im Angriff. Jetzt geht das nicht. Das ist faul. Ach Gott. Die Nase juckt. Ich hack sie ab. Langer Pass. Und dann ist da keiner. Da muss doch dann auch einer in der zweiten Reihe stehen. Hey, so steht denn da auch keiner in der zweiten Reihe. So, Schön unter Druck gesetzt. Jetzt kommt mal einer ran hier. Oh, sehr schön. Ja, okay. Ich wollte zu dem, aber ein bisschen früher. Und dann war zu spät. Oh, shit. Komm schon. Not really. Please. Oh, Mann, Alter. Ich hasse diese Scheiße. Scheißspiel. Ich höre sofort auf damit. Oh, nee. Ups. Ey, was mache ich denn jetzt? Gib mir den da, danke. Lass mich Gregoritsch auch mal spielen hier für den. Oh, das war echt wieder so dumm. Vor allem, ich habe da noch keine Ahnung, was ich mit dem Keeper machen soll. In so einer Situation. Da muss er eigentlich muss er da den Neuer machen. Ja. War schlecht verteidigt, keine Abseitsfalle und dann war ich ein bisschen zu früh draußen, glaube ich. Also entweder Neuer machen oder halt im Tor bleiben. Na, nein, nicht beides. Auf einmal. Das geht schlecht. So, jetzt müssen wir hier wieder sehr offensiv. Aber komm, da geht noch was. Jungs. Oh, oh! Was war das denn? Die haben auch schon wieder tausende Schüsse mehr aufs Tor als wir. So, Diaz macht die Ecke.
Ja, sicher. Mit einer Sprunganlage rettet er hier. Jo. Wieso dreht er denn nicht so weit nach innen, wie ich das haben will? Was soll denn das? Ja, ja. Nein, oh, wieso? Da rennt auch keiner mal ein bisschen zurück. Keiner. Damit er mal den Ball annehmen kann. Nein. Ja. Jetzt hört auf, hier rumzupassen. Gib mir den Ball. Ich brauche ein Erfolgserlebnis, bevor die Saison anfängt und ich gegen Bayern verkacke. Ja. So funktioniert das auf jeden Fall. Aber wir haben nochmal einen Wurf, Leute. Wir haben nochmal den Einwurf, der nicht dahin geht, wo ich ihn hinhaben wollte. Aber auch wohin geht, auch pfeift doch mal Handelfmeter. Komm schon. 2 Minuten. Es gibt übrigens keine 5 Minuten Nachspielzeit mehr in jedem Spiel. Das war auch ganz lustig in FIFA 15. Ja, nimm ihn. Ne. Okay, Ecke gibt's noch. Ecke gibt's noch, Leute. Das ist die allerletzte Chance, hier was zu reißen. Hätte ihn daneben gemacht. So. Nur mal ein paar Highlights. Ja, wenn Zupfen mit drin ist, ist immer gut. Oh, guck mal, wie viele Highlights es gibt. Ganze 3 Stück. Ja, sorry, ich bin halt noch nicht so gut. Ja, gleich werden wir von Bayern, also ich denke mal morgen oder übermorgen, werden wir von Bayern abgeschossen und dann hat sich das. So, erstmal gucken wir jetzt, was hier noch wer von uns will. Turnierpreisgeld 1,3 Millionen dafür, dass wir 3-mal verloren haben und kein Tor geschossen haben. Super toll. Könnt ihr euch ja selber mal gerade durchlesen. Ich habe jetzt keinen Bock, das vorzulesen. Dauert mir zu lange. So. Wir simulieren schon mal bis zum... Ja, halt die Fresse. Bis zum nächsten Spieltag. Das GTN-Netzwerk nervt uns so ein bisschen. Aktuell ist aus Spanien. Aktuell ist aus England. Wie geht das? Wie geht das? Halt. Pressekonferenz. So, wir nehmen natürlich teil und motivieren unseren Hamburger SV. Ja, man muss. Ja, guck dir doch mal Wayne Rooney an, habe ich gerade gelesen. Guck dir den doch mal an. Den kannst du dir vielleicht leisten und der... Ja. Doch. So, also demnächst, morgen oder übermorgen, ich denke mal aber morgen oder vielleicht auch schon heute, man weiß es nicht, wie ich das hochlade. Man weiß es nicht, ich auch nicht. Mache ich mir erst Gedanken, wenn es soweit ist. Ne, also jetzt noch nicht. So, gegen Bayern, Saisonauftakt. Und ich würde auf jeden Fall schon mal sagen, danke fürs Zusauen. Das sage ich irgendwie häufig, ne? Also danke, dass ihr euch zugesaut habt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.